Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Extreme Legends. Wir haben unsere eigene Legende geschrieben mit Guts im letzten Part. Haben wir es abgeschlossen, den Schicksalsmodus. Und jetzt beginnen wir mit dem Extreme-Modus. Der Extreme-Modus. Not a fan. Aber wir werden das jetzt machen. Hat das ja auch in Dynasty Warriors 4 Extreme Legends durchgezogen. Natürlich mit Lugune. Wer hätte es gedacht? Das mit Lumeng in Dynasty Warriors 4 sogar mal gemacht. Naja, ich sag mal so. Das Outfit gefällt mir tatsächlich am besten. Ich sag mal so, der Extreme Wars ist nicht unbedingt sehenswert. Aber man kann es ja mal machen. Ja, chillige Kakona-Musik auf jeden Fall. Ja, also wie funktioniert das? Wir haben nichts, wir haben schlechte Stats, wir haben die erste Waffe, wir bekommen immer neue Sachen hinzu, wir können uns Missionen aussuchen, hier zum Beispiel Shop, da kriegen wir, glaube ich, danach eine Möglichkeit, Sachen zu kaufen. Hier Schmied, das klingt ja am besten zu Anfang. Von wegen, wir können eine bessere Waffe kriegen. Nein, können wir nicht. Ja, wir haben ja gar kein Geld. Das ist das Ziel, du bist so dumm. Ja, ohne Scheiß, wir haben ja noch nichts. Ist doch egal, was wir da machen. Ja, wir müssen immer so kleine Missionen machen. Also wieder nichts Besonderes. Aber naja. 100% Let's Play. Dann darf das hier auch nicht fehlen. Was? Fei Yi, Xun Yu sind als Gegner da und Boucher und Janssen helfen uns und ein Dorfältester. Warum auch immer ein Dorfältester hier ist. Der aus dem Lusang-Dorf oder was? Von der zweiten Stage? Oh, und wir haben dann noch gar kein Pferd. Was? Ey! Geh nicht immer. Vergreif dich niemand an Frauen. Oh, great warriors. Please help us. Ja, I help you. Also wenn man das mit Pangdee durchspielt, Prost Mahlzeit. Pangdee ist halt super slow oder mit Xuxu. Also, willst du so von der A nach B kommen mit Pangdee? Oh, ich vergaß. Wir haben hier gar nicht die ganzen Kombos. Oh mein Gott. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Extremos, man merkt, ich bin kein Fan davon. Aber egal. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das machen werden, weil der ist halt unendlich. Irgendwann wird es halt so schwer, dass man es dann nicht mehr schaffen kann, gefühlt. Dann werden die Gefreiten stärker als man selbst. Was mich jetzt eigentlich nicht wirklich juckt, weil so lange möchte ich das eigentlich eh nicht spielen, weil es halt sehr repetitiv ist. Aber ich möchte euch einen kleinen Eindruck davon geben, deswegen wahrscheinlich 1 bis 5 Parts. Gucken wir mal. Was? Da ist ein Sergeant auf dem Pferd. Auch müsste jetzt Xun Yu hier das Way-Outfit hat. Komm her, Xun Yu. Boom. Und keeping it stylish. Ja, und ich glaube, man heilt sich auch nicht. Also, ich sollte jetzt hier nicht trollen. Ich habe nicht ein bisschen getrollt gerade, ist mir aufgefallen. Man heilt sich nicht, tatsächlich. Das war in Dynasty Warriors 4 Extreme Legends ja auch so. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Oh, der Angriff sagt. Einfach mal diesen Angriffspam. Es gibt zwar hier und da vielleicht Heilungsgegenstände, aber meistens nur im Shop und irgendwann jetzt so teuer im Shop, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Deswegen einfach gar nicht treffen lassen am besten. Der Bruder von Dong Zhuo und Dong Yu selbst ist auch hier. Guck an. Jetzt komm runter von deinem hohen Ross, blöd Mann. Hey, sein Pferd klaue ich gleich. Weißt du, das sagt der zu Bu. Genau das sagt der zu Bu. Er hätte der nie die Balls für gehabt, eigentlich. So ist es gesehen. Boah, guck mal, was der aussieht. Das ist ja ungewohnt, dass die Gegner so stark sind. Mann. Doof. I fear no man. Und schon gar nicht Dong Zhuo. Da sind wir uns mal einig.
Eisen haben wir bekommen. Das ist Eisenwährung oder so. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ablief. Sorry, Leute. Unser Dorfälteste ist jetzt irgendwie happy oder so, dass wir ihn gesaved haben. Er sagt ja gar nichts. Ey, du Arschloch. Doof. Mann, warum sagt er nichts? Ey, das finde ich jetzt mal unfair. Ey, wie viele Stiefel, nice. Guck mal, Dorfälteste, ihm scheißegal, weißt du, wir helfen ihm. Das ist ihm scheißegal. Dann muss ich jeden einzelnen Gegner hier besiegen, das wäre natürlich doof. Oder hat der was gesagt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Der chillt einfach. Mann, so ein Blödmann. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt hier sonst machen sollte. Janzen vorbeischauen. Sonst hätten wir jetzt halt nur noch Fei Yi, ne, als Endboss. Ich schau mal einmal bei Janzen vorbei, vielleicht hat der eine Quest für mich. Schauen wir mal. Hallo Janzen, I'm here for you. Der steht da einfach nur rum, wie schlecht. Da fehlen einem die Worte, Leute. So, ich hoffe, der ahnt es jetzt nicht, dass ich mich vor hinten hier anschleiche. Oh doch, er ahnt es. Mann, ist ja voll unfair. Woher wusstest du das? Hast du mich gerochen? Na gut, ich habe eine Woche nicht geduscht. Oder was auch immer. Weiß auch nicht. Wie oft du duschst? Gar nicht. Ich brauch das Schweißbad im Kampf. Ich glaube, das hier ist schon effektiver wegen dem Feuer-Damage. Kann das sein? Kann das sein, dass es effektiver ist? Ja, vor allen Dingen, wenn die dann so hochgeschleudert werden. Kann das sein? Ja. Einfach Dreieck-Spam. Ist tatsächlich effektiver. Mit der ersten Waffe. Wie traurig. Da ist immer Feuerschaden drauf. Oh, und da läuft uns auch schon die Zeit weg. Das ist natürlich unfortunate. Aber 10 Minuten, die auch übrig sind, sind mehr als genug. Das war die erste Schlacht, also ihr merkt schon, dass es nichts Spektakuläres. Ich weiß nicht, warum man das nochmal eingebaut hat. Whatever, wir akzeptieren es, wir spielen es. Ne? Warum nicht? Mission 2. Wenn ich jetzt hier speichere, wäre ich, glaube ich, rausgeschmissen. Ich kenne das Spiel nichts. Ja. Also man kann auch nicht speichern, das ist einfach so ein einmaliger Run quasi. Inventar, haben wir irgendwas gefunden? Natürlich nicht. Toll. Das finde ich jetzt aber doof. Schmied. Sollen sich Banditen in der Gegend befinden? Armschutz. Kleines, aber reiches Dorf. Armschutz, das klingt doch gut. Hier, darf ich mal anmerken, dass die Musik übrigens ein Banger ist? Habe ich auch in meiner Playlist drin, ich feier's. Können wir die Waffe leicht machen? Mit der Fähigkeit deines Pferdes. Ich hab doch nicht mal ein Pferd. Erhöht die Muskulatur, erhöht die Bogen eigentlich. Was soll das? Die Kraft der Waffe, als ob ich diese Gammelwaffe behalten möchte. Oh, das ist so blöd, ne? Erhöht die Füllgeschwindigkeit der Muskulatur. Kann ich mir nicht mal leisten. Okay, wir sparen. Das ist der größte Ranz. Boah, man kriegt so wenig Geld. Ich weiß es gar nicht mehr, Mann. Das ist richtig doof. Oh Mann, ich fühle mich überhaupt nicht wohl in dem Modus. Ihr merkt das, ne? Bezwinge den Banditenanführer. Banditenanführer, 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 Banditenanführer. Ah ja, und Chaoyun ist auch neulich ein Bandit geworden. Sehr, sehr amusing. Warum ist der jetzt auch ein Bandit geworden? Ich dachte, du bist ein Kämpfer der Gerechtigkeit, Chaoyun. Oh, enttäuscht mich. Ling Tong. Ling Tong ist in Danger. Ich werde auch keine Schlachtenanalyse wahrscheinlich machen im Extreme-Modus, einfach weil er Extreme ist, der Modus. Ich möchte mich überraschen lassen, was die auf mich zukommt. Boah, ich mache nur immer einen kurzen Überblick. Das ist ganz gut. Aber nochmal diese Stage. Oh nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle besiegen soll. Das bringt ja nichts, oder? Das bringt ja nichts, sie zu besiegen. Warum soll ich die killen? Jetzt mal ohne Witz. Bringt einfach nichts. Kommt dafür ja nichts.
oder? Ich beobachte das gleich mal bei Schlachtenauswertung. Vielleicht wenn du, was weiß ich, 100 Kills machst, kriegst du auch, was weiß ich, 50 Eisen oder so. Ich weiß es nicht. Wow, das sind die Banditen. Ja. Diese Spezialeinheiten, die trifft man hier auch nochmal gelegentlich. Zum Beispiel auch die Steinkrieger kann man auch antreffen, wenn man Glück hat oder Pech, je nachdem, wie man es auslegt. Ich weiß nicht, ob die magischen Krieger auch auftauchen, aber ja, die kann man hier alle antreffen. Aus der ersten Schlacht vom Legendenmodus. Mit Suzy. Part 1. Finde ich ganz cool, aber die sind leider sonst nie wieder aufgetaucht in anderen Dynasty Warriors Teilen. Das ist sehr schade. Bringe den Brief an Zauzo. Ja, kann ich machen, aber erstmal Chao Yun. Nee, eigentlich wollte ich dieses Versorgungslager nicht. Und nur die Banditen aufhalten und ich dachte, du bist eigentlich auch ein Streiter der Gerechtigkeit. Wieso machst du so eine Scheiße hier? Chao Yun, Mann. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Oh Gott, diese blöden Reiter. Warum haben Banditen so viele Pferde? Warum können Banditen sich Pferde leisten? Ja, scheinbar sind sie gute Banditen, die sich Pferde leisten können. Was hat er denn gedroppt? Ach, Eisen auch. Ja, und jetzt bin ich im Versorgungslager. Was habe ich da jetzt von? Ach, guck, Angriff hoch. Wie schön. Verteidigung hoch. Sollte man sich mitnehmen. Oh, shit. Habe ich eben auch ein Verteidigung. Habe ich eben auch so ein Versorgungslager übersehen. Das ist ja insane. Das ist ja insane. Okay, das hat sich gelohnt. Oh, gut, dass ich es untersucht habe. Sick. Hier sind noch mehr Fässer. Die Defensive erhöht sich. Wir sind richtig stark. Bevor ich den Brief jetzt an Zauzer überbringe, werden wir Lington noch saven. Hey, can you lend me a hand? Wenn er es jetzt wirklich sagt, ne? Nee, er sagt gar nichts. Warum sagst du denn gar nichts? Du bist doof, Lington. Er sagt einfach nichts. Mann. Tor wurde geöffnet. Ja, weiß nicht. Zhang Lu ist hier drin. Was machst du in meinem Banditen? Naja, den Brief an Zauzer darf ich nicht vergessen, ne? Jetzt. Oh, die machen ja gar keinen Schaden. Extreme Modus. Ja, vielleicht spielen wir auch länger, ich weiß nicht. Ist doch Quatsch eigentlich. Sollen wir so lange wie alle spielen, wie ich es schaffe? Das Let's Play ist eh fucking kurz. Machen wir noch ein bisschen Extreme-Modus. Oh Mann. Oh fuck, ich merke gerade. Ich bin eine dumme Kuh. Ich habe ja die Cam falsch platziert. Das ist noch von einer anderen Aufnahmesession. Jetzt die Cam wieder richtig, ja. Naja. Dann schneide ich die Seitenränder mal nicht raus. Dann seht ihr mal, wie das Original aussieht. Unbearbeitet. Ansonsten bin ich auch eigentlich komplett abgeschnitten. Sorry, my bad. Aber ich wollte auch nur der Extreme-Modus. Wenn ich der Extreme-Modus hate, ey, das ist halt nicht mehr normal. Banditenanführer! Who are you? Oh, das ist schon der Endboss, kann das sein? Nee, den möchte ich jetzt mal nicht herausfordern, den blöden Endboss. Und erst noch den Brief überbringen, ne? Oh Gott, was ist das denn für einer mit einer Axt? Okay, das sind echt interessante Gegner hier. Ja? Neng haben wir auch noch hier, was? Das sind ja so interessante Gegner. Oh, ohne Scheiß. Das ist krass. Das Zeitlimit ist mir persönlich leicht ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Pferd ist etwas schneller. Mann, ich will endlich mein eigenes Pferd. Was soll das? Ich will Red Hair. Das passt halt zu mir. Was gibt Verteidigung plus 2? So, Brief für Zauzau. Ich habe einen Brief für Sie, Mr. Zauzau. Ich
Na, so kleine Missionen. Könnt ihr eure Meinung mal in die Kommentare schreiben zu diesem Modus? Das ist natürlich jetzt nicht weltbewegend, ne, der Modus. Hier ist ja gar nichts drin, was ist das denn für Scheiß? Also manchmal verstehe ich das Spiel auch nicht. Zau, zau! Was kriege ich jetzt für den Brief? Is it? Do you want something of me? Hmm. Oh, a letter. Well done. Well done. Take this. Ach, das ist wahrscheinlich das angeteaserte Objekt. Es gibt hier sogar Items, die es normalerweise nicht gibt. Deswegen wird's ganz witzig, I guess. Items, die es nur in diesem einen Modus hier gibt. Ist leicht angeschlagen, ganz leicht. Runde einmal geht es. Weltbewegend, also nicht verzagen, das ist ja nichts. Wir sollten nicht verzweifeln. So, dann wollen wir mal. Banditen an Führer mit einer Axt. You lousy wretch! You better do something to earn your keep. I suppose I have no oh choice. Shit, was? Was denn jetzt hier noch? Joe Tai auch noch? Bruh. You lousy rat! Geht er mit seinen Untergebenen um, ey? Typisch Bandit, hä? Huh? Was sollte er angeflossen? Er ist zu laggy. Dass wir dafür gepunished werden irgendwann, ne? Das war, glaube ich, jetzt auch nicht die beste Entscheidung, den Missou zu verbraten. Aber es passt. Wow, ich habe total echt nur für ein Verteidigungsdingsbums. Nein, er wird uns folgen, was? Ey, wie cool! Okay, der ist besser als in Dynasty Warriors 4, der Extreme-Modus, glaube ich. Kannst du mir Leute gefangen nehmen? Ich würde sagen, ich hab das doch jetzt nicht für einen Verteidigungspunkt gemacht, oder? Yo, Joe Tai folgt uns jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was bringt uns das? Schenkt er uns jetzt immer was? Kämpft er an unserer Seite? Hilft er uns? Bin sehr gespannt. Armschutz, was hat den Bogen? Pfeile des Feindes betäuben nicht mehr. Der beste Umgangs Bogen, I guess. Mitte 2100. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Score. Ach, den kann ich jetzt sogar nehmen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Nee, ich kann mir ein Dreierteam zusammenstellen. Das ist ja wie bei Empires. Okay. Das hat was. Direkt die nächste Mission. Eichbällchen zum Sonderpreis. Eine große unbekannte Waffe. Wird ständig gekämpft. Fleischbällchen zum Sonderangebot. Nee, das brauchen wir nicht. Wir haben den Bericht erhalten, dass eine große unbekannte Waffe in der Gegend gesichtet wurde. Das machen wir. Hanjong. Oh, Totai müsste ich auch heilen. Das möchte ich aber nicht. Fesseln! Du hältst 1000 Punkte. Die Eigenschaften werden in dieser Mission verringert. Yo, let's go, egal. Ist ja noch nicht so schwer. Oh, Shaodun könnten wir auch kaufen, ne? Krass. Jetzt kriegen wir einen extra Punkt für jeden besiegten Feind, das ist interessant. Komm. Egal, was soll's. Alles gekauft, außer Shaodun, den lasse ich jetzt einfach da. Ich bin so ein herzloses Wesen. Den lasse ich einfach da. Wow, jetzt bin ich gespannt. Jetzt werde ich gleich mal einen Pfeil verschießen und gucken wir mal. Sehen wir und staunen, was das bewirkt. Ich bin sehr gespannt. Fangping muss vernichtet werden und zum Xian Duan Gui an unserer Seite. Zhou Tai als Unteroffizier. Zhou Sheng, Wangping. Zhang. Zhang. What? Zhang Rang? Oh mein Gott, der Anführer der 10 Eunuchen. Der Anführer der 10 Eunuchen ist einfach random hier. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich glaube, ich spinne. Schön, dass wir mal einen anderen Soundtrack drauf haben, ne? Oh,
Naja. Wo ist Shotai jetzt eigentlich? Ich dachte, der wäre jetzt an meiner Seite. So kann man sich täuschen. Oh Gott, Leute, wir machen schon kaum Damage. Wir machen schon kaum Damage. Ne, es lag daran, dass wir den in Luft gekümmert haben. In Luft macht man halt weniger Schaden. Ihr könnt diesen Modus als Suche nach einer Decent Challenge für Lugu sehen. Und die hätte er hier definitiv bekommen irgendwann. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist schön, dass wir jetzt nicht mehr gestunt werden vom Gegner. Aber so viel Schaden, also natürlich vom gegnerischen Fall meine ich, so viel Schaden macht das jetzt auch nicht, oder? Ja. Da ist ein Elefant! Bin ich hier im falschen Film? Warum sind hier Elefanten? Wie random ist das denn bitte? Das sind die meiner Manntruppen. Wirst du doch wohl sein? Lass mich blöd, Mann. Das ist einfach ein Elefant. Ich glaub's ja nicht. Das ist einfach ein Elefant. Oh Mann, was soll das? Jetzt geh da mal runter. Zhang Rang, der Anführer 10 neuen Jungen mit Elefanten. Okay, der Extreme Voice ist um einiges besser tatsächlich. Als in Dynasty Warriors 4 Extreme Legends. Macht super Spaß. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ah, jetzt wohl doch ein bisschen lustiger als gedacht, ha? Ja, kill mal so viel, wie wir killen können. Because we have bought the fucking seal. Which allows us for every 50 kills to get more points. Schön, schön, schön. Die Rüstung gibt's auch noch. Okay. Du kennst keine Gnade. Hier kriegst du auch nicht die Decent Challenge. Ich wäre ja gleich schon durch. Was ist denn das für ein Mist? Boah, Leben, Korb, braucht sich so. Oh, da ist er. Dann führt sie in 9 Uhren. Jungle. Das war den nochmal sehen, ey. Naja, why not? I guess. Wir sind echt stark geworden. Muss ich ja schon zugeben. Dafür, dass wir nur die erste Waffe haben? Ah! BCDFDAJK, OP. Mann. Hört doch mal auf mit den Elefanten. Gib die Menge nur zurück. Menge nur so, wo sind meine Elefanten? So, hast du mal den Elefanten gesehen? Der Anführer 10 und nur Menge nur die Elefanten geklaut. Ey, ohne Scheiß, Sachen gibt's, gibt's gar nicht. Das ist ja bescheuert, sowas. Sowas gibt's nur hier im Extreme-Modus. Haben wir ein bisschen was zu lachen, das ist auch was Schönes. Na komm, die 200 möchte ich aber noch voll machen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, die 200 noch voll zu kriegen. Komm hoch mit dir. Und Stier. Shotai, alles fit, nee, nicht so, ne? Alles noch sehr angeschlagen. Vielleicht sollte ich mal Fleischbällchen kaufen. Nein, werde ich aber nicht. Erst wenn ich auch angeschlagen bin. Nein, sorry. Selbst wenn Shotai stirbt, ist mir jetzt egal. So böse, wie es auch klingen mag. Da sind hier Fleischbällchen drin. Nee, aber Eisen. Das war ein Ping, der Final Boss. Bevor ich jetzt zum Final Boss gehe, möchte ich mal einmal hier kurz auschecken, was mit denen beiden los ist. Das sind nur einfach verbündete Offiziere. Haben die eine Quest für mich oder sowas? Ja, schon mal nicht. Hätte ich vielleicht erst später einsammeln sollen. Zhou Sheng vielleicht? Schon eine Quest für mich? Wie doof, Mann. Oh, ich will endlich eine andere Waffe haben. Die endlich, das kann nicht wahr sein. Und auf die 200 kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Vielleicht noch auf die 50, also 150. Das sollten wir schaffen. Guck, wir können nicht gestaggert werden von den Fallen. Das ist amazing, das Item ist gut. Oh, und der Punkt, wo ich das dran ziehe. Ja, alle 50 Kills bekommen wir. Jetzt kriegen wir eh keine 50 mehr, also... Oh.
Besiegen wir Wangping. Ja, mach nur. Jetzt sowieso nichts. Boah, total nice. Gott, wie wenig Schaden wir machen. Das liegt auch ein bisschen an den Fesseln, ne? Die haben hier unsere Werte runtergesetzt. Das ist relativ cool, das mit gebundenen Händen kämpfen hier quasi. Fliegt erstmal 100 Kilometer. Alles klar. Burn in hell, bitch. I fear no man. Nein, er hat überlebt. Das aber nicht. 1000 Punkte durch die Fesseln, ja. Wait, es gibt nur Punkte, ne? Och, Cecile. Cecile, was hast du denn gedacht, was es gibt? Naja, Cash. Gut, das werde ich nicht nochmal kaufen, sorry. Tut mir so leid. Gut, beenden wir es für heute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Stay awesome. Eure Cecile. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit den Extremos. Ich wünsche euch wirklich was. Ciao. We'll be right back.